herzlich willkommen zu einem neuen Video, Kinder. Fresh from the beach. Übrigens am Strand geduscht. Ich habe natürlich meine Unterwäsche vergessen, aber läuft bei mir. Ist ein anderes Thema, weil wir wollen heute Too Good To Go testen. Also ich muss sagen, hier in Rom gibt es eine Menge Auswahl an Restaurants, Bars und auch Supermärkten. Das kannte ich tatsächlich nur vom Foodsharing. Deswegen muss ich das jetzt mal testen. Allerdings war der nicht so gut bewertet. Das ist ein Express-Supermarkt. Bedeutet, der hat, glaube ich, immer auf. Deswegen sind da wahrscheinlich auch nicht so viele Reste. Und wahrscheinlich ist deswegen Ausbeute auch nicht so nice. Aber ich habe es jetzt schon bezahlt. Und wir sind jetzt auf dem besten Weg dorthin, ne? Würde ich mal sagen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir da ankommen wollen, weil ich glaube, ich müsste die U-Bahn hier überqueren. Aber mal gucken. Ich habe 3,99 bezahlt. Ich bin echt gespannt, was wir kriegen. Der Express meines Vertrauens, der sollte hier sein. Da werden wir reinstapeln. Mal gucken, was ich mit rausbringe. Der Auto und der Mitarbeiter klang gerade so, als hätten sie nichts. Ja, schwierig, wenn ich aber schon bezahlt habe, meine Freunde der Sonne. Also sucht mir jetzt was. Ja, hier gibt es so Halloween-Zeichen. Gefällt es dir? Ja, aber zieh das jetzt nicht da ab. Hat er gerochen, was wir mögen. Erst haben wir hier eins, zweimal Salat. Kostet schon jeweils 1 Euro. Dann haben wir so viel Salami, die sind hier richtig teuer, sag ich euch. Mega gut. Und Bananen. Und Bananen, 2 Pakete. Und das hat Amelie den... hat noch so einen Halloween-Untersetzer geschenkt bekommen. Und noch mehr Bananen. Und noch mehr Bananen. Dann Banane. Was schlecht bewertet ist, ich habe es mal durchgerechnet. Wir haben einen Warenwert von 15 Euro. Ich habe 4 bezahlt, also 3,99. Mega easy. Dann machen wir auf jeden Fall nochmal. Vielleicht gehe ich gleich zum nächsten hier. Noch so was Einheimisches, da können wir uns mal durch die Süßigkeiten durchprobieren. Ne? Die sind auch richtig, richtig gut. Das sieht von außen nur so aus. Die sind noch mega funky. Schmeckt es gut? Ne, wir setzen uns nicht 100 mal um bei 12 Stationen. Ist gut? Ja, ne? Ja, der Autobus fährt. Dann kann ich vielleicht einen Salat machen. Sind, haben uns hier mit Neues ausgesucht. Das ist hier so, ja, von Italien, keine Ahnung. Ja. Ciao. Hat 5 Euro gekostet und mal schauen, was da jetzt so drin ist. Ich muss erstmal gucken, ob der Bus jetzt kommt, aber das ist nicht unser. Das ist einmal über die Straße. Hier, Facciamo qui. So sieht das aus. Hören wir mal raus. Oh, da ist aber nicht viel drin, glaube ich. Eine Croissant. Ja, aber das ist aber happig. Oh, da ist was ganz Kaltes drin. Was ganz Kaltes. Das ist hier ganz die Pizza. 1, 2, 3, 4 Stücke. Und sind aber auch große Stücke, wie ihr seht. Ne? Also von daher, doch, hat sich gelohnt. Jetzt mal das Video. Also im Grunde genommen, auch die zweite Bestellung hat sich gelohnt. Ich glaube, ich hätte sonst bestimmt auch 20 Euro für die Pizza bezahlt. Und hier im Bahnhof wahrscheinlich noch mehr. Vielleicht auch 15. Mit dem Croissant, das kostet bestimmt auch 1,50 nochmal. Ah, ich weiß nicht. Um und bei schwer zu sagen, aber es sind wirklich große Stücke. Normalerweise kaufen Italiener viel kleinere Stücke. Ich denke schon, dass ich jetzt eine 6-köpfige Familie satt kriegen würde. Mit einem schönen Salat und ein paar Würstel rein. Und eine Pizza dazu. Und zum Nachtisch noch eine Banane oben drauf. Und dann Lübdehase. Ich glaube schon, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Wir werden das hier öfter machen. Auf jeden Fall. Ich habe schon geguckt, ob es hier auch Foodsharing gibt, weil Lebensmittel doch so teuer sind. Und bis ich meinen Gemüse-Selbstversorgergarten habe, machen wir das selber. Also in diesem Sinne, Amelie, hat sich das gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Der Bus kommt. Bis zum nächsten Mal.